So, Ladies and Gentlemen, hier kommt die Wurst. Nein, hier geht's weiter mit Age of Wonders 4 mal. Was, wir sind ja eigentlich am Gewinnen. Schöne Grüße an meine früheren Schulkollegen Jens, Benjamin und der Rest, der da jetzt so rumhockt und mir gerade schreibt. Und hört auf, mir zuzugucken am Fernsehen, das ist unhöflich. Also auf dem Notebook. Ich glaube, wir haben die große Schlacht letztes Mal gewonnen und müssen noch in die Stadt einmarschieren. Warum habe ich das letzte Mal nicht noch gemacht? Bei mir ist es das Handy. Ich weiß es nicht. Die Armee wollte ich noch zusammensetzen. Dann übernehmen wir die Stadt auch noch mit. Ach, der Kastil. Kastil war ja der Anführer der Stadt hier im Westen. Und wenn du mich von da unten anguckst, wird das nichts verändern. Brauchen wir ja auch den Lehnsherrturm. Was haben wir noch offen? An strategischen Zaubern. Ist da noch irgendwas, was Feindarmee-Zauber, Beschwörungszauber. Na, wir können hieraus auch ein Gebiet des Todes machen, wenn wir es schon verzaubern können. Ist ja ein Bonus, den wir daraus kriegen. So, ihr wartet. Wir müssen ja vorübergehend auch da bleiben. Dann haben wir da noch eine Pest an der Seite. Ich denke mal mit denen, obwohl Weiß hat einfach viel mehr eingenommen schon. Wie kann das sein, dass ich bei nicht magische Materialien... An den Expansionssieg wird der weiter vorne liegen. Zatko Silberblatt. Und dass da KI sehr leicht dran steht, hat damit zu tun, dass das Szenario halt mit sehr leicht KI ist, aber auch schwer gespielt wird. Lässt Magie durch die Adern des Seevolks fließen und gewährt ihm Anpassung Glück, wodurch die Chance auf kritische Treffer erhöht wird, wenn Zauber gewirkt werden. Das ist doch super. Das machen wir. Man muss da gar nicht rumhocken und mich angucken. Hm. Den direkt mit Truppen reanimiert. Okay. Kann der nämlich hier bei Celestia eingesetzt werden. Mit dem Reanimieren-Button haben sie aber auch sehr weit nach hinten geschoben. Da
dass ich erstmal durch zig Menüs durch bewegen muss. Boah, das Treiblut war auch sofort fertig. Schleier der Dunkelheit, Freund-Armee-Zauber. Ziele, die eine Armee anführen, erhalten für 3 Runden Universaltarnung. Verstärkungspylon, ein stationäres Bauwerk, das mehr Schaden verursacht und den Schaden deiner Zauber um 20% erhöht. Markiert und gespalten. So, der andere Held kann Grotheim bekommen. Er hatte jedes Mal Weisheit, wenn eine Einheit ihren Rang erhöht. Zauber können in der ersten Runde des Kampfes gewirkt werden. So, eine Plage schickt eine Invasionsarmee los. Könnt ihr gerne machen, wir sind bereit. Zauberlernen. Du lädst jedes siebte Kind ein seines siebten. Moment, du lädst jedes siebte Kind eines siebten Kindes an deinen Hof ein. 3 Folgen deiner Einladung. Das erste stürmt herein und fängt sofort einen Streit an. Die hitzköpfige Tochter eines Holzfällers. Das zweite nimmt ruhig an deinem Tisch Platz. Die Tochter eines Verwalters mit stählerner Miene. Das dritte grüßt die Wachen und schenkt sich ein Getränk ein. Der freundliche Sohn eines Bäckers. Wen nimmst du als Lehrling? Die Familie deines Schützlings wird dir die Ressource schenken, die sie produziert. Für 6 Runden Wissen verlieren. Dadurch wird der Turm abgeschlossen. Nächste Bevölkerungsstufe. Bewegt den mal raus. Damit die zusammen eine Armee machen. Balthasar, Ruhe. Lösen wir den auf. Willst du hier auf meinen Schoß, dann komm her. Er macht da unten keinen Stress. Nur mal ganz kurz erinnern. Wir haben als zweites die Astralaffinität genommen. Explosive Manifestation, astrales Zerschmettern. Wird zerstört, die Bevölkerung geht verloren. Bringt eine mächtige, plündernde Armee von Astralmeerkreaturen hervor. Bei jedem im taktischen Kampf gewirkten Zauber wird ein Stapel kaskadierender Kraft zu diesem Kampf hinzugefügt. Am Ende deiner Runde erleidet ein zufälliger Feind 5 Blitzschaden pro aktiven Stapel. Kann sich durch Hindernisse hindurch bewegen. Wobei, das ist eine erhebliche Transformation. Die kann man nicht mehr einsetzen. The mage who fully utilizes the potential of magic to expand their tactical options on the field of battle. Die können wir sofort machen. Höhere Chance auf kritische Treffer.
sehe gerade, Schnee ist nicht so geil, um Essen anzubauen. Wenn sie hochgeboren haben, dich zu ihrem neuen Bewahrer gewählt. Nun entscheidest du über ihre Zukunft. Führen sie klug. Ach, das sind ja die hier. Ich habe das falsch gemacht. Ich habe die Stadt übernommen, ohne die Bevölkerung auszutauschen. Noch Ruhepol. Weil ich bei allen drei Sachen der Materialien den Sammeleffekt. Erfolgstreue stärken. Ich finde, das ist mit den Sachen, die du benötigst, ein bisschen doof markiert. Genau, mal aus dem Nexus hier oben ein Seelenquell. Dann können wir weitere Seelen produzieren. Dann schlachten wir mal Gegner. Oh. Ist immer doof, wie ich so eine lange Pause gemacht habe beim Spielen. Den habe ich gesucht. In einfachen Fluch. Moment. Ein bisschen schneller. Unser Schnitter. Geh ruhig dahin. Weiter, was ist los? Hä? Du guckst mich hier wieder an wie so eine Banane. Habt ihr aber nichts getan. Eine Möhre bekommen. Verstärkt den Untoten. Du nerviger Hund. Ich weiß, was du dir alle anguckst. Das kriegst du nicht.
Ich hab Chips auf dem Tisch stehen. Du kleiner Specki, du kriegst keine Chips, weil du zu fett bist. Ja. Wie fett bist du? Sehr fett. Ja, ich bin ein Monster. Du bist eingekesselt worden. Ja. Ja. Ist egal. Ach, Hund, machst mich fertig, ey. Kannst keinen Finger des Todes anwenden. Den ihr vorhin habt ihr eingefroren. Ach, die sind jetzt totgeweiht. Dann sterben die nämlich eh, ja, nach drei Runden, aber... So, wen haben wir noch? Geh hier hin, mach das Blockding. Hast du hier ein festetes Mana, ein Verbündeter im Umkreis von 1 für den Helden, 3 Sternklingen und gestärkt. Dann buff unsere Leute mal.
Das waren schon einmal in Bewegungen. Wir haben nur einen Gegner getötet. Das war vielleicht ein bisschen wenig. Nicht, dass ich noch eine Einheit verliere. Wir sind massiv überlegen. Fliegt mal dahin, dann ist das Flankieren. So, du hast Tollheit. Greifst zufällig an, mein Held hat das auch, was auch total kacke ist gerade. Entschuldigung. Und tot. Danke, Finger des Todes. Ihr da oben seid dran. Dann schaltet ihm seine Schreie aus. Thank you.
Gegner loshält. Nimm die auseinander. Also ich hoffe, meine Fernkämpfer... Ach so, lebendiger Nebel bewegt sich von selbst. Bleiben noch am Leben da oben. Also meine Astral-Lichtwachen, die überhaupt nicht zu meinem Spielstil passen. Sehr schön. Hier geht er mal rüber. Verdammt, du kommst nicht so weit. Na gut, dann haut ihr den noch. Das hätte ich vielleicht früher wissen müssen. Die Blocksachen da unten kaputt machen kann. Das ist uninteressant, das auch. Wir brauchen einen, der auf Distanz noch mal Schaden machen kann, wie ihr. Ja, ich möchte den Kampf sofort gewinnen. Die Plage ist aufgehalten. Erholt euch ein wenig, dann werden wir weiterziehen. Schon bald. Schadenangriffe Magie haben eine Basischance von 30% Tollheit hinzuzufügen. Das gilt doch dann nur für seine Angriffe, naja. Was hast du für eine Verteilung? Kampfmagie 7 Punkte. Unterstützung 2. Du bekommst einen inspirierenden Anführer, weil da deine Einheiten billiger werden. Guten Abend, Daniel. Thank you.
Glaube, ich gehe gleich noch weg. Muss ich euch gerade sagen. Du gehst weg, ist guter Abend zum Zocken. Da Kollegen von mir grillen. Und dann habe ich gedacht, jetzt gerade. Weil sollte ich mich ja doch noch bewegen. In der Dunkelheit. Ich habe gestern auch bei Twitter gepostet, dass ich zurzeit nicht so in bester Stimmung bin. Jetzt ist zu spät, zock weiter. So ein Unsinn. Es ist nie zu spät, um sich an den Grill zu stellen. Da sprichst du gerade mit der falschen Person. Bauen wir das dritte Gebäude. Hier um 3 Uhr sind die alle weg. Aber was ist, wenn ich die Kampagne gleich abgeschlossen habe? Einige der Dunkelkrieger haben Berichten zufolge Reisen aufgegriffen, die kurzwaren Pfeil bieten. Deine Krieger stellen sich als grausame Wärter heraus. Verzweifelt zehren die gefangenen Händler an ihren Ketten und bitten ihre Fänger um Freilassung. Als sie dich ankommen sehen, werfen sie sich vor dir in den Staub und winseln um Gnade. Einer von deinen Dunkelkriegern lacht und ruft, ihr glaubt, dass unser Schattenfürst euch retten wird? Er hat besseren Leuten als euch schon schlimmeres Dinge angetan. Deine Dunkelkrieger ermutigen die Händler härter zu treten. Die gefangenen Händlern opfern, um Seelen zu ernten. Das passt besser zu meinem Dunkelherrscher. Kann ich das denn nochmal machen? Ach so, wegen den winzigen Hochgeborenen. Die haben diese Anpassung noch nicht. Hey, nicht meckern, Stinker. Ich hab's gehört. Ihr seid schon Vasall von einem anderen Herrscher. Okay. Divatech. Ihr seid auf meiner Seite. Da habe ich inzwischen, wie soll ich sagen, ein Flüsterstein zu viel.
Kontakt mit dem besorgten Meuchelheim. Seid gegrüßt, Schatten fürs Aridorfer Marode. Wir sind beeindruckt von den Methoden, mit denen ihr euer Reich vergrößert. Wir, die Schattenwandler-Elfen, bitten euch untertäglich, trotz allem unserer Grenzen und unsere Unabhängigkeit zu respektieren. Du könntest der nichtswürdigen Baronin Asche Anzeizer einen deiner Flüstersteine schicken. Aber ihr seid doch auch schon integriert. Beziehungsweise ein Vasall von jemand anderen. Meuchelheim. Der Balor, anscheinend der Anführer der Gruppe, muss seine Armee mit wachen Augen. Er erkennt, dass die Überlebenschancen seiner Truppen gering sind und weist sich sie an, sich auf den Boden zu setzen, bevor er es ihnen nachmacht. Er sieht dich mit banger Erwartung an. Todesexplosion. Dankeschön, mystische Einheit. Und zu wem gehört hier? Ach, ihr seid vom Ritualkreis. Der war hier von den Elbenbären. Eilbären, nicht Elbbären. Gib mir Essen, Wachstum ist wichtig. Lastert. Da muss ich ja auch nicht. Außer ich verliere eine Einheit. Aber meine Einheiten zerfetzen die alle. Zauberstart, Feueratem, Wirbelwindklinge, vollen Hexenmeister. Wüstenanpassung, Entschlossenheit. Und diese Feuereinheit hat sich auch irgendwie mit uns verbunden. Und nächster weg. Deshalb, ich müsste eigentlich zurückgehen, jetzt wenn das letzte Gebäude gebaut ist. Und könnte dann diesen Magiesieg machen. Und muss halt die drei Gebäude verteidigen.
weiß, ich spreche abgehackt, weil ich immer noch mich wieder am Orientieren bin im Spiel. Das ist halt, wenn man eine längere Zeit dann nicht seine Partie gespielt hat, dann hängt man geistig immer so ein bisschen nach. Wobei ich mich frage, warum Vergangenheitsberuf nicht einfach alles erledigt hat. Denn wir scheinen sehr überlegen zu sein. Inzwischen. Aber man muss die 15 Runden verteidigen. Zum Glück gibt es hier keine Kröten. Gab es nicht Kröten als Reittier? Nee, weiß ich nicht mehr. Kann sein, dass es keine Kröten gab. Kröten als Volk. Die werden bestimmt sehr mächtig sein. Einem Lehnsherr den Krieg erklären und das ist dann der Lehnsherr. Kriegsfähig. Gerechtfertigten Krieg erklären. Ich glaube, es haben wir unsere Beziehung so stark verschlechtert, dass wir im Krieg sind. Oder? Nö, noch sind wir neutral. Ich glaube, die grillen Froschschenkel, deshalb will Proof nicht los. Ihre Verbündeten und drei Vasallenstädte. Ich habe auch drei Vasallenstädte. Na, du wirst gleich schon eine Vasallenstadt weniger haben. Dum dum dum. Okay, ihr habt eine Todesfee von mir getötet. Dafür übernehme ich euren Wolf hier. Die obere eroberte Stadt zum Vasallen machen. Hier wäre übrigens eine schöne Übersicht, um zu sehen, auch wer ein Feind ist von mir. Ah, sehe ich an dem roten. Ach, das sind Vasallenstädte von denen. Die sind aber groß. Man muss sich nur nach Südosten gehen. Nur.
So, das Herz der Schatten wurde errichtet. Ihr könnt eben kurz hier warten. Ist nicht so wichtig, welches Buch wir noch aufschmeißen. When you alter the currents of the astral sea, the currents alter you as well. True masters of the arcane will become conduits of the magical energy they. Weil die Flüsterschall sind zurückgehört von deren Städten. Du wirst zum Vasallen. Sie ist noch zu stark zum Aufgeben. Oh, mein Herrscher ist Stufe 20 geworden. Ich glaube, dann ist Ende mit Upgrades. Lebensraub heilt zusätzlich Treffer temporär, infektiöser Ausbruch. Feindliche Einheiten im Umkreis von 2 Fällen haben Basischance von 90%, mit Siechen belegt zu werden. Blinzeln teleportiert diese Einheit zum Ziel. Nochmal Wiederherstellung. Danke, Patron. Infektiöser Ausbruch ist sehr stark. Jetzt ist es zu spät. Die Überreste der Dame wurden eingesammelt, die gesagt hat, wie wär's, wenn ihr nicht einfach meiner Seite seid. Na, die fangen bei 0 an. Ära des Schattens. Deine Zauber, die Schattenaffinität, kosten minus 50% Mana, Weltkartenzauberpunkte und Kampfzauberpunkte. In jeder Runde im Kampf wird ein zufälliger Leiche bis zum Ende des Kampfes als Zombie wiederbelebt. Feindliche Armeen erscheinen neben deiner Affinitätsprovinzverbesserung und versuchen, diese zu zerstören. Und da ist einfach das Problem. Ich müsste meine Truppen mal das einfach zurückziehen. So, wir versuchen Meuchelheim zu verstärken. Die stehen den Herrschaften ja gerade hier im Weg. Du bist aber ein Hübscher. Hallo, ich will die Runde beenden.
klappt wieder gut, ey. Wieso ich? Kann ich jetzt eine Runde beenden? Danke, Spiel. Guten Abend, Wolfgar. So, da ist ungeheuerlich, schreit Valerie Nasika. Ich habe erfahren, dass euer Held, Cela Zembalo, sich öffentlich über mich als das Maul zerreißt, über mein Aussehen spottet und mich sogar mit einer Maske einer Jagdspinne nachäfft. Cela Zembalo scheint zu denken, er könnte sich hinter euch, seinem Schattenfürsten, verstecken, aber ich verlange Konsequenzen. Ja, er wird bestraft, wie auch immer. Er ist tot, wie soll ich ihn bestrafen? Hey, ich mach dich wieder lebendig, das wäre total toll. Danke, Yuri-chan, für dein Prime-Sub. Uni-chan, dankeschön. Arigato, Senpai. Optik vom Held ist 11 von 10. Ist halt Astral, Eisaffinität, Tod, Dunkelfürst, Schattenführer. Wir haben ja schon einige von den Bevölkerungsverbesserungen durchgezogen. Ich wurde beleidigt von dem anderen. Danke, Yuri-chan, fürs Verschenken von Kram. Ich schenke dir aber einfach ein Geschenk, da magst du mich wieder mehr. Warum, du hast doch auch Krieg mit denen. Wir könnten zusammen ihn besiegen. Und danach könnte ich dich besiegen. Das Geschenk ist nur dafür da, die ganze Welt in Eis und Schatten zu legen. Sitz der Macht, Archivement. Schieße alle Level des Zauberturms in einer Thronstadt der Stufe 4 ab. Reizzauber. Bloß für Sichtweite und klarer Blick für diese Stadt. Gewährt den Zauber Teleportationskreis, mit dem verbündete Armeen zurück in die Thronstadt teleportiert werden können. Deine Mine, die du brauchst. Fürs Münzamt. Die KI scheint auch nicht so geil zu finden, über Wasser zu fahren.
Bleib doch mal einfach stehen. Einnahmen von 20 Wissen. Und tote Armee wieder erwecken, das können wir gerne mal machen. Gefolgschaft stärken. Wie sieht es eigentlich hier oben rechts noch aus? Wir haben doch genug. Deine Thronstelle hat plus 50 Wissen für jedes magische Material, zu dem dein Reich Zugang hat. Das sollte einiges sein. Da sind wir auf 600 jetzt. Rasender Fokus betrifft eh nur 4 Einheiten. Ja, auch ganz cool. Plus 5 Mana finde ich aber nicht so cool. Abbrechen. Stufe 10 Held. Ist aber nicht der Hauptheld von denen. Das brauchst für die anderen Sachen. 2 Farmen, 2 Förstereien. Für das sortierende Zauber auch nicht so gut gelöst. Du brauchst eigentlich eher einen irgendwie einen Menüpunkt, wo du was an... Obwohl, Moment, bevor ich was falsch sage. Nee, wenn ich draufklicke, wäre natürlich cool, wenn er danach sortieren würde dann. Dass er mir zum Beispiel alle Beschwörungszauber dann nur anzeigt. Mein Fehler. Ich habe auch so eine Astralschlange beschworen. Wie du willst. Euch eilt der Ruf eines Gelehrten von Schattenfürst Aridor vom dem Maroden voraus. Die Stimme des Einsiedlers ist tief und honigsüß. Du erkennst die Konturen eines stacheligen Schwanzes unter ihrer Robe. Ich trage verbotenes Wissen mit mir, das euch gehören kann, wenn ihr es wirklich wollt. Unter der Kapuze des Einsiedlers ragen kleine Hörner hervor. Verdammung, ihr leidet Geistschaden. Na gut.
Ja, start die Belagerung. Mauern untergraben. Kein überstürzten Angriff. Unager errichten. Seelensauger. 4 Runden bis zum Durchbruch. Damit kann ich leben. Ihr seid entspannt. Du kannst weiterziehen zu der Truppe hier an der Seite. Arkane Welle. Ich finde das jetzt nicht so wichtig, wie ich den noch aufbaue. The ability to conjure an exact likeness of one's. Weil ich einfach das Gefühl habe, ich kann diese Runde nicht verlieren. Nicht mehr. Da fehlt mir 800 Gold für den Moment. Das können wir machen. Nämlich einfach Überreste verkaufe von Leichen, die ich nicht mehr brauche. Oder das Sonnenheiligtum. Okay, du hast 2er- und 1er-Truppen. Dann werde ich den verbotenen Schrein bestimmt nicht antitschen hier unten. Wäre nämlich ziemlich doof. Krieg wäre nicht rechtfertigt. Ach, ihr hasst mich einfach total. Da sind wir beide extrem böse. Wo ist eigentlich in der Übersicht hier? Da, Reichsbeziehungen. Alle Modifikatoren. Konflikt verziehen. Geschenk erhalten. Rivalitätserklärung, Missgunst aufgrund von Konflikten. Einheiten, Städte unter deiner Kontrolle erlangen plus 7 Sichtweite. Ich warne euch, so weiterzumachen. So, wieder Handel mit Nahrungsmitteln, damit die Stadt schneller wächst. Schön, mit 23 Zauber bereit sind, fertig zu sein. Danke, Rainer, fürs Folgen. War auch vor 2 Minuten, ja. Ultimativer Lehnsherr, besitze 20 plus verfügbare Rekrutierungspunkte in der Mobilisierung der Vasallen. Übrigens total super, Vasallen dann einfach voll zu ballern. Mit Truppen.
Juhu, ihr habt eigentlich nichts mehr zu bauen. Naja, natürlich die besonderen Provinzverbesserungen, aber sonst nichts. Hier bitte auch Nahrung. So, aber das war jetzt die Stunde zum Reinkommen. Beziehungsweise diese Folge für YouTube. In die Partie.